Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 60 Bar Sext. Ich habe meine Jalousien mittlerweile geschlossen, damit ihr mein wunderschönes Gesicht sehen könnt. Und jetzt geht es weiter und ich hoffe, dass wir jetzt irgendwann mal erfahren, was aus dem Hintern unseres Captains endlich kommt. Ich will's wissen! Du bekommst keine Luft mehr und wirst paranoid. Du hast das dringende Bedürfnis, nach draußen zu gehen, obwohl du wahrscheinlich sterben würdest. Jemand muss es dir sagen, Captain, du leidest an Lagerkoller. Die gute Nachricht ist, das ist normal. Klaustrophobie ist in dieser Situation unvermeidlich. Die schlechte Nachricht, sich selbst zu beschäftigen, ist das einzige Heilmittel. Was möchtest du tun? Essen tun wir bestimmt nicht, weil hungrig sind wir ja nicht. Nehmen wir die Puppe. Puppe ist. Warte, wir sind hungrig. Was soll's? Also, zwei Fliegen mit einer Klappe. Easy going. Portemonnaie rausholen, mein Hintern fühlt sich so dick an. Nicht, dass ich auch ein Alien drin habe. So. Gucken wir mal, ob sich das gelohnt hat. Tag 30. Na, guck mal, wer da zurück ist. Heul doch. Wieso heul doch? Du hast die Suppe zur Behandlung deines Lagerkollers benutzt, doch der Effekt der köstlichen Flüssigkeits. Ich kann es gerade nicht sehen, ne? Doch der Effekt der köstlichen Flüssigkeitsmahlzeit hielt nur vorübergehend an. Als die Suppe alle war, erkanntest du, dass dich nicht einmal kulinarische Freuden aus diesem kalten Metallgefängnis befreien können. Der Dichter John Milton aus dem 17. Jahrhundert sagte einmal: Der Geist ist eine Welt für sich, in der die Hölle zum Himmel und der Himmel zur Hölle werden kann. Doch John Milton hat nie im Zeitalter der Raumzeit gelebt. Er sah nie die Dinge, die du gesehen hast. Du hattest den Wunsch, John Milton zu erstechen, was vermutlich nicht gesund war. Baby ist zurückgekehrt, Captain. Die Stadt im Süden erwies sich als Siedlung, die um einen nicht detonierten Sprengkopf erbaut worden war. Megaton. Mit dem Gesetz haben es die Einwohner der Stadt nicht so. Muss mal ganz kurz. Das stört mich die ganze Zeit schon. Den Fokus meiner Kamera ausmachen. Alter Schwede. Wieso macht man einen automatischen Fokus in eine Kamera rein, wenn der automatische Fokus ständig den Fokus verändert? Baby kam mit einer blutigen Nase, ausgehungert und ziemlich beunruhigt zurück. Er hat gesagt, dass die Phobie oder Phobia die Sprengkopfstadt gegründet haben, eine Bande von Durchreisenden gewesen sind, die aus ihren Nachkriegssilos wegen diverser Gründe verbannt worden waren. Aus den Vaults. Einige von ihnen waren gastfreundlich, wenn auch nervös, während andere nichts von beiden waren. Baby hatte mehrere Begegnungen mit Räubern und Möchtegern-Sheriffs. Möchtegern-Sheriffs. Oh, das erinnert mich an mein Fallout. Let's play. Ah. Die nur durch seine treue Pistole gelöst worden konnten. Am Ende der Reise hat die Waffe kaum noch funktioniert. Ist doch noch heil. Cool. Der schmierige Fluss, der durch Sprengstoffstadt verläuft, strotzt nur so vor Öl und sehr zur Begeisterung von Baby Chemikalien, die sich zum Herstellen eignen. Er hat einige Menge von dem am wenigsten ekligen Zeug gesammelt. Suppen hat auch mitgebracht, sehr schön. Hungrig und müde. Du kriegst die Puppe und Essen. Bitteschön. Oh, er ist immer noch hungrig. Ich habe eine Dose verspielt. Na, egal. Was soll's? Gibt Schlimmeres. Captain, unser Kommunikationssystem empfängt ein Signal. Die Übertragung klingt wie ein Heulen. Irgendwas ruft in der Nähe nach Hilfe. Wirst du rausgehen und es dir ansehen? Ja, klar. Ich seh alles immer positiv, also bisher nicht negativ. Also bisher brauche ich auch nicht negativ denken. Wir sind richtig gut. Hops. Am Laufen. Und jetzt haben wir auch noch eine Leiche im Keller, okay. Du brauchst.
Du brachst auf, um die Quelle für das seltsame Heulen aufzuspüren, das aus der stürmischen Endzeitebene schallte, und kamst zurück mit einem taumelnden kleinen Außerirdischen. Er sieht schwach aus, ist möglicherweise verletzt und so einsam, wie es üblicherweise nur verlassene, durch den Kosmos treibende Rettungskapseln sind. Du brachtest den Außerirdischen an Bord und stelltest ihn in einer Ecke auf. Ich stellte ihn nicht auf, ich habe ihn irgendwo hingelegt. Du bist weiterhin hellwach. Herstellung abgeschlossen. Okay. Das müsst ihr euch anhören. Ich kann ihn quälen. Ah. Sehr schön. Okay. Wir haben also jetzt einen verletzten Außerirdischen an Bord. Cool. Cool, cool, cool. So, Sockenpuppe. Captain, meine Wettersysteme erfassen ein Gewitter. Oh, rechtzeitig gebaut, das Ding. Es bewegt sich schnell und ist hoffentlich bis morgen wieder verschwunden, doch es könnte unangenehm werden. Donner, Blitze, Stürme und scharfe Objekte, die von allen Seiten herangerauscht kommen. Wir benutzen die Batterie, um einen Tag dadurch Zeit zu gewinnen. Bis alles wieder funktioniert bei uns. So, kurz mal Batterie von meiner Maus austauschen. So viel Zeit muss sein. Du hast die Wetterüberwachungssysteme auf Batteriebetrieb laufen lassen. Das Gewitter ist in Richtung Süden gezogen und du bist vom Schlimmsten verschont geblieben. Am Morgen war das Unwetter komplett verschwunden. Ha, ist diese frische Regenluft nicht herrlich? Du hast den ganzen Morgen damit verbracht, dich durch den angeschwemmten Krempel zu wühlen, aber es war nichts als durchnässter Müll dabei. Ich bin weiterhin auf Zack. So, du bist wieder gut drupp, ne? Ich würde ehrlich gesagt ganz gerne hier hingehen. Gasmaske, Rüstung und Waffe. Wir können das alles noch nicht machen, weil wir brauchen noch ein bisschen Energie, um das Expeditionszentrum halt zu verbessern. Wir gucken mal, was haben wir für Ressourcen? Chemikalien haben wir ohne Ende. Wir sollten uns noch ein paar Mineralien holen und dafür gehen wir halt hier hin. Und hätte ich eine Schaufel, würde ich die Schaufel mitnehmen, aber haben wir leider nicht. Deswegen nehmen wir nur... obwohl, wir können das Feuerzeug mitnehmen, ne? So. Nehmen wir das Feuerzeug mit. Tschüss, Baby. Ah. Siehst du diesen Tresor da in der Ecke, Captain? Das ist der Tresor des Captains. Er ist für dich bestimmt. Sicher hast du den Code? Nein. Logik-Chip überhitzt. Systemfehler. Wurdest du wirklich von Astrobürger Führungsstab zum Captain ernannt? Im Zweifel für den Angeklagten, zumindest vorerst. Da du den Code nicht besitzt, willst du den Tresor mit Gewalt öffnen oder willst du dich lieber auf deine Fingerfertigkeit verlassen? Ja, wir sind eigentlich recht gut jetzt mit den Füßen, ne? Von daher, wir haben alles gemacht, was gemacht werden kann, ne? Okay. Jetzt wird es auch Zeit, langsam die Gegenstände nach und nach zu verbessern, weil wir alles gebaut haben, was wir können. Und wir müssen auf jeden Fall irgendwie an Energie denken. Also zum Thema Tresor, du hast es geschafft, den Code zu knacken. Ich wusste doch, dass deine Finger flink genug sind, um das zu schaffen. Das Einzige, was darin lag, war ein Blatt Papier mit der Aufschrift nicht vergessen, irgendwas Nützliches in den Tresor legen. Na, danke. Ja. Cool, Feuerzeug habe ich hergegeben. Schaufel habe ich nicht. Wir sollten erstmal hier irgendwas herstellen. Verbessern wir mal ein paar Sachen. Ich würde sagen, wir verbessern... das Artefakt. Wir verbessern das Artefakt für den Anfang. So, ich bin eine Maschine und Maschinen können keine Stimmen hören. Die Stimmen, die ich gerade nicht hören kann, werden jedoch immer lauter. Oh, du hörst sie also auch. Meine Gewichtssensoren erfassen auch etwas. Eine zweidimensionale Spezies. Ah. Okay, wir haben sonst immer das Feuerzeug verwendet, um diese zweidimensionalen Spezies zu vertreiben. Haben wir jetzt momentan nicht, weil wir das Feuerzeug gerade Baby gegeben haben. Wir versuchen es diesmal mit dem Kommunikator und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert. Ich meine, selbst wenn etwas passiert, wir sind für alles abgesichert.
Eine zweidimensionale Spezies hat unser Raumschiff angegriffen. Du hast Worte einer gewaltvollen Antwort vorgezogen. Sofort strömte eine Unzahl an Anschuldigungen aus dem Kommunikator. Die Stimmen behaupteten, dass du Vorurteile gegenüber der Nicht-Tiefe hast. Du hast dich unbeirrt im Namen aller dreidimensionalen Wesen entschuldigt. Sie waren gerührt, bezeichneten dich als flachgeistig und schworen, alle Feindlichkeiten einzustellen. Muss sich gut anfühlen, einen Krieg vermieden zu haben, nicht wahr, Captain? Ja gut, Kommunikator funktioniert auch. Das nächste Mal benutzen wir was anderes. Ah. Gibt mal wieder Schwierigkeiten. So. Ach scheiße, wir wollten noch Strom sammeln. Na gut, fangen wir damit an. Captain, es gibt da etwas, das wir besprechen müssen. Captain, kannst du mich hören? Ah, in dieser Situation sagt man doch, ah, oder? Ich hasse es, meine Lautstärke zu hören, aber dieser defekte Filter zur Entfernung von Körpergeruch macht einen furchtbaren Lärm. Ich glaube, er ist defekt. Klebeband! Ist doch logisch. Ein Heimwerker löst alles mit Klebeband, Freunde. Tag 35. Du hast den Filter zur Entfernung von Körpergeruch repariert, indem du die abgenutzte Schraube durch Klebeband ersetzt hast. Die Kabine riecht jetzt nicht mehr nach ungewaschenen Astronauten. Ohne das Getöse, das jeden Gedanken und übertönte, konntest du gleich viel klarer denken. Aber wir sind richtig gut drauf. So, wir stellen damit die Puppe wieder her. Okay. Wir brauchen halt Strom. 30 Stück oder so, ne? Wieso ist das jetzt... Achso, klar, weil Baby unterwegs ist. Ja, wir brauchen 30, ne? Na gut. Ist okay. Warten wir ab. 130 Chemikalien. Wir sind reich, ey. Wir sind reich. Hier, komm, ist was. Oh. Dem kleinen Außerirdischen, den wir aus dem verwüsteten Ebenen reingeholt haben, scheint es sehr, sehr schlecht zu gehen. Du könntest ihm auf mehreren Wegen helfen. Wie willst du dem helfen? Wir könnten seine Rüstung reparieren, ihm eine neue Gasmaske geben, was ich nicht tun werde, oder ihn heilen. Weißt du was, da wir Ressourcen ohne Ende haben, kriegst du hier den Kasten, bitteschön. Ich bin heute mal richtig spendabel, ne? Also, ja. Not too bad. Na, guck mal. Ihm geht's jetzt schon besser, hier, da. Hi. Hey, Kumpel. Nachdem du dir den kleinen kranken Außerirdischen, den wir von den Ebenen reingeholt haben, etwas genauer angesehen hattest, hieltest du es für das Beste, seine fiese Wunde zu behandeln. Kannst du bitte? Schwebt eine Fruchtfliege vor meiner Nase rum. Ich hatte Angst, dass ich sie einatme. Jetzt wird sie nicht! Such dir ein Zuhause! Dreistes Viech. Seine fiese Wunde zu behandeln. Du nahmst den Erste-Hilfe-Kasten von der Wand und nahmst ein paar Utensilien, Salben, Bandagen heraus und machtest dich an die Arbeit. Das verwundete Bein der Kreatur ist nun desinfiziert und sauber verbunden. Durch die Schutzbrille kannst du in ihren strahlenden Knopfaugen so etwas wie Dankbarkeit erkennen. Du beschwerst dich nicht länger über die Ration. Ja, cool. Habe ich nicht den hier hergestellt? Ich hätte schwören können, ich habe den hergestellt. Ja, komm, dann machen wir den zuerst. Ah, die Edgars sind wieder da. Captain, die Familie intelligenter Schaben, die du verschont hast, haben sich hier im Shuttle häuslich niedergelassen. Die Edgars renovieren gerade ihr Nest und legen einen Vorgarten mit Rasenfläche an. Samt einer Schaukel für ihre beiden Jüngsten, die Zwillinge Krabbelchen und Bob. Der ganze Baulärm raubt dir den Schlaf. Die Edgars haben vielleicht Verständnis, wenn du sie höflich darum bittest, sich etwas ruhiger zu verhalten. Es ist nie gut, wenn böses Blut zwischen den Nachbarn herrscht. Willst du mit ihnen reden? Diesmal reden wir mit ihnen. Das letzte Mal haben wir nicht mit ihnen geredet und dann waren sie halt bockig auf uns. Deswegen reden wir diesmal mit denen. Diesmal bin ich aufrichtig zu ihnen. Ich muss aufrichtig zu den Edgars sein. Nicht heuchlerisch, sondern aufrichtig. Oh. Ich hätte dir vielleicht die Rüstung mitgeben sollen. Du hast dich dem Schabennest genähert und dich in aller Ruhe mit
Edie, Edgar, dem Oberhaupt der Familie darüber unterhalten, den ohrenbetäubenden Schabernack spät nachts doch zu unterlassen. Die freundliche Schaber hat sich überschwänglich entschuldigt und gab zu, dass die Experimente, die für die Intelligenz seiner Sippe verantwortlich waren, ihm auch gewisse Hörschäden beschert haben. Er hat dich zum Spaghetti-Essen eingeladen. Aber du musstest leider ablehnen, da du nicht in seiner Küche passt. Baby ist von seinem Trip zur nordöstlichen Lichtung zurückgekehrt. Er humpelt etwas, durch die Reise fast ausgehungert und leicht außer sich. Du machst es dir bequem, während er dir seine Geschichten erzählt. Wir haben 17 und eine Suppe. Naja. So, du kriegst erstmal die beiden Sachen. Er ist schwach. Ja, gut. Aber die Puppe wird die Müdigkeit vertreiben. Immerhin. Dann bleibst du erstmal hier. Okay. Wir müssen einen Verbandskasten herstellen. Sir, irgendwas hat Becky infiziert. Mein Backup-KI-Modul. Vielleicht stammt die Störung von diesem Planeten. Ehrlich gesagt braucht Becky einen Neustart. Er überlädt das Lüftungssystem. Jemand sollte schnell hochspringen. Und hallo Leute, es ist viel zu warm in dieser Blechbude. Und Becky ist hier, um das zu ändern. Es gibt kein Geheimnis, dass ich nicht lüften kann. Diese dreckige Fliege! Ich weiß nicht, habe ich Mundgeruch oder so? Steht die drauf? Zieh dich. Ich mach dich kaputt, Junge! Ich bin nicht so gut wie die Katze. Manchmal schaffe ich es, eine Fliege zu fangen. Mit bloßen Händen. Heute aber nicht. So. Okay, ich habe mich entschieden. Du hast Essen und Socke bekommen. Sehr schön. Du bist nicht hungrig. Alles gut. Hier stellen wir das her. Das dauert 3 Tage. Okay. Tag 38. Als der defekte Becky die Kontrolle übernahm, gab dir Besatzungsmitglied Bronco einen Schub, um ein Rüstungsteil in die rasenden, schnellen Rotorblätter des Lüftungssystems zu rammen. Ich darf ihm nicht so viele Freiheiten lassen. Na gut, dann haben wir es geschafft. Oh Gott. Da ist wieder irgendwas los. Er macht immer noch die komischen Geräusche. Wir haben etwas Interessantes gefunden, Captain. Dort drüben ist eine einsame Statue, eine Kreatur mit Tentakel, die von der Form her vage an einen Menschen erinnert. Und deren Hände wie bei einer religiösen Segnung nach vorn gestreckt sind. Die Inschrift ist kaum noch lesbar, aber dort steht irgendwas von einer Ehre und dem Dienst für eine höhere Sache. Die Art und Weise, wie die Hände der Statue nach unten gerichtet und gewölbt sind, erinnert mich an irgendwas. Ja, natürlich, sie bilden ungefähr die Form deines Kopfes. Was für ein Zufall. Nee. Ich steck da bestimmt nicht meinen Kopf drauf. Wenn ich den verliere, ist vorbei. Tag 39. Du warst versucht, deinen Kopf in die liebevolle Umarmung der unheimlichen Statue zu legen, hast dich aber dagegen entschieden. Das dargestellte Tentakelwesen und die undeutliche Inschrift haben dich nicht gerade mit Zuversicht erfüllt. Wir hätten zwar möglicherweise etwas Wertvolles in Erfahrung bringen können, aber vermutlich gehört den Schädel in zufällige gefundene Öffnungen stecken nicht zu den besten Forschungsmethoden. Gute Entscheidung, Captain. Ich weiß. Danke. Baby ist noch schwach. Ja, gut. Das kriegen wir hin. Ich werde ihm den Verbandskasten jetzt nicht unbedingt geben. Er ist ja nur schwach, nicht verletzt. Ich könnte ihn mit dem Verbandskasten quasi fit machen, aber das schaffen wir schon. Was zeichnest du da, Captain? Ist das Schinken? Oh, ich verstehe. Du hast genug von der Suppe und sehnst dich nach Erdnahrung. Reiß dich zusammen! Das führt doch zu nichts. Zum Glück habe ich genau das richtige Programm für diese Situation. Es heißt, es gibt noch mehr als Bockwurst und Kartoffelsalat. Das sollte dich auf andere Gedanken bringen. Würdest du gerne an dem Programm teilnehmen? Würde mich das hungrig machen? Ich weiß nicht mehr, was es gebracht hat. Man kann sich nicht immer alles merken im Run. Also irgendwann schaltet der Kopf ab. Wir waren erfolgreich, Captain. Deine kulinarischen Gelüste sind wieder unter Kontrolle. Wir verbrachten den Nachmittag mit erbauenden Gesprächen über Dinge, die wichtiger sind als Essen. Und kamen dann zurück auf die vielen Vorzüge von Tomatensuppe. Jetzt sollten wir uns aber wieder darauf konzentrieren, die aktuelle Mission zu überleben, meinst du nicht auch? Denk dran, das Leben ist wie ein gedeckter Tisch. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber meine Programmierung sagt mir, dass du dich jetzt besser fühlen solltest. Baby ist hungrig.
Ja gut, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um Suppe. 25 brauchen wir nur. Ja, dann recyceln wir erstmal die Statue. An unserem Fenster ist ein Flugblatt aufgetaucht. Entdecken Sie Abyssin. Bequemes Einkaufen von Ihrem Heimatplaneten aus. Kostenloses Geschenk bei der Anmeldung. Wow, wie praktisch. Über das Abyssin-Netzwerk kannst du so ziemlich alles außer Tiernahrung bestellen und es dann innerhalb von 1 bis 2 galaktischen Werktagen über das Portal erhalten. Es gibt jedoch einen Haken. Für die Kontoerstellung ist ein Sprung durch ein paar Ringe erforderlich. Buchstäblich. Du musst zur Verifizierung durch eine Reihe von Zeitportalen springen. Im Kleingedruckten steht, es bestünde keine Todes- oder Zerstückelungsgefahr, doch plötzlicher Wahnsinn sei möglich. Wie möchtest du es angehen? Mit Beweglichkeit. Probier es mal. Mit Beweglichkeit. Ich glaube, so geht der Song nicht, oder? Du hast den Boden berührt, bist schnell durch das Anmeldeportal von Abyssin gesprungen und im blauen Licht der Dimensionsspalte verschwunden. Das Shuttle schwankte und du sprangst unbeschadet auf der anderen Seite des Portals heraus. Auf dem Flugblatt hat sich das Kleingedruckte nun erweitert. Dort steht, dass es 1 bis 2 galaktische Werktage dauert, bis deine Verifizierung abgeschlossen ist. Erst dann könnte dein Einkaufserlebnis oder deine Einkaufserlaubnis beginnen. Das Blatt definiert außerdem einen galaktischen Werktag als 525 Millionen 600.000 Minuten oder 1000 Erdenjahre. Zum Schluss führte das Faltblatt einen Scan des Shuttles durch, um zu überprüfen, ob du dich für das angekündigte Gratisgeschenk qualifizierst und bestimmte, dass dies nicht der Fall sei. Als du wissen wolltest, weshalb, hieß es nur, du hättest gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Bisschen Scheiß. Naja. Alter, was ist denn los? Nur Ja- und Nein-Entscheidung. Oh, Captain! Ich habe etwas Interessantes auf der Oberfläche des Planeten gefunden. Sieht so aus, als hätte jemand seine Zeit damit verbracht, eine Riesenversion von 3 Gewinn zu spielen. Die Ressourcen schnappen wir uns, obwohl. Nein. Wir haben bisher immer die Ressourcen geschnappt. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir Nein drücken. Vielleicht kriegen wir irgendwas. Wir haben ja mehr als genug Ressourcen. Also. Heute sagen wir mal Nein. Sage Nein zu Diebstahl. Bringe euch Gutes bei. Tag 42. Es war zwar verlockend, die übergroßen Spielsteine einzusammeln, aber du hattest dich dagegen entschieden. Vielleicht ist es auch besser so, denn wenn die Steine bereits derart groß sind, müssen deren Besitzer wohl noch um einiges größer sein. Ich bin mir sicher, dass es noch weitere Möglichkeiten geben wird, um an Mineralien zu kommen. Darauf zu verzichten ist immer noch besser, als jemandem erklären zu müssen, warum du dessen Spiel zerstört hast. Das ist nämlich nie angenehm. Ja, die Frage ist, haben wir jetzt irgendwie Karma-Bonus oder so bekommen, oder ist das wirklich jetzt Schwachsinn gewesen und wir hätten es einfach nehmen sollen. Keine Ahnung. Sir, ein kraftvolles Erdbeben. Die dunkle, sandähnliche Erde unter unseren Füßen federt auf und ab und schleudert dabei Steine in die Luft. Warte, das sieht nicht wie ein Stein aus. Das ist ein Torpedo. Ein nicht hochgegangener Atomsprengstoff. Dieses Relikt aus der Vorkriegszeit wurde in die Luft geschleudert und ist auf dem Shuttle gelandet. Es könnte jede Sekunde detonieren. Möchtest du mit dem Intellekt nach einer Lösung suchen oder nach oben gehen und den Sprengstoff mit einem Stromkabel entladen? Mit Intellekt. Immerhin haben wir ein Sternchen drauf. Das heißt, wir sind schon sehr Intellekt. Sehr scharfsinnig, Sir. Du hast auf meine Scanner zugegriffen und den Grad an örtlicher Strahlung überprüft, nur um festzustellen, dass sie kein bisschen über dem normalen Niveau liegt. Wenn das ein Atomsprengstoff wäre, dann wäre er schon lange funktionsunfähig. Ich konnte nicht einmal elektromagnetische Signale aufspüren. Du hast erleichtert gewirkt, als ich die Entwarnung gegeben habe. Sieht so aus, als hättest du gelernt, die Bombe zu lieben. Kurz danach hat eine Schockwelle den funktionsunfähigen Sprengstoff Sprengkörper zurück in den dunklen Sand gerollt. Aus den Augen, aus dem Sinn. So, Expedition ist auf Stufe 2. Wir könnten den später nochmal verbessern. Huch, was ist denn hier los? Neue Orte. Chance auf eine verbesserte Rüstung oder was? Ich habe keine Ahnung.
Gefahren. Sind das die Kommunisten oder? Warte, ich google mal kurz Kommunisten. Kommunist. Nee, das war ein Sichel und ein Hammer. Kein Stern, okay. Ah, das ist doch das Astro-Bürgerzeichen. Oder? Astro. Bürger. Ach, verdammt, das hieß doch irgendwie anders. Nicht Astro-Bürger. Das Einzige, was ich gerade bekommen habe, sind Bilder vom Bürger. Nicht wirklich toll. Ja, gut, das ist auch neu hier. Denkmal. Da schon wieder. Was ist das für eine Gefahr? Ich weiß nicht, was das für eine Gefahr ist, die wir uns da aussetzen. Und hier haben wir Gefahr von Steinen. Chance auf Energie. Oh Gott, okay, wir gehen hier hin. Wir gehen als nächstes hier hin. Energie sammeln, wie geil. Dein Mitleid mit dem Häufchen Elend in der Ecke. Obsiegte und du entschiedest dich, das Bein des kranken Außerirdischen mit einem Erste-Hilfe-Kasten zu behandeln. Er hat sich etwas entspannt, doch leider ist er noch weit davon entfernt, Luftsprünge zu machen. Es gibt doch etwas, das du für ihn tun könntest. Wir sparen uns mal die Maske bis zum Schluss auf. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns. Ist mit meiner Rüstung passiert? Ich muss jetzt mal die Sockenpuppe herstellen. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und hoffentlich kommt dann endlich der Alien aus meinem Arsch. Haut rein, euer Zero. Tschüss.